Willkommen zurück zu Eternal Legends. Ja, Freunde, das letzte Mal haben wir auf dieser wunderschönen Feier einiges getan. Wir haben Minispiele gespielt, wir haben tolle Waffen und Rüstungen bekommen. Doch jetzt haben wir alles gemacht, außer unser eigentliches Ziel, uns mal näher anzugucken. Nämlich die Kampfarena. Aber zuvor will ich mal gucken, ob man da theoretisch rein kann. Nein, kann man leider nicht. Also theoretisch schon, aber praktisch halt nicht. Deswegen würde ich sagen, auf in den Kampf, wenn das überhaupt der Kampfplatz ist. Wieso kann ich jetzt nicht noch eins runter? Da wäre doch noch Massenplatz. Nö, ich muss mich da irgendwie durchmogeln. So. Jetzt sind wir aber da und ich möchte hier natürlich teilnehmen. Ich glaube, da in der Mitte wartet schon ein eifriger Kämpfer oder so. Ich sollte später mit Trainer reingehen. Aha, okay, da sollte ich noch nicht rein. Okay, oder ist das nicht die Kampf... Was ist das hier? Na, schon mal mit diesen... schon mal diesen Spurt mitgemacht? Macht sicher viel Spaß. Ja, ja, aber ich will wissen, was hier los ist. Tralala! 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 Tja, wir reden mit jedem. Trollala, 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 trollala. Lass mich in Ruhe. Ihr seid blöd. Okay, ich komme hier anscheinend auch nicht rein. Okay. Nee, wir reden dann doch nicht mit jedem. Rena, demzufolge, glaube ich, sind wir soweit. Ich habe hier alles gemacht, was ich wollte. Du bist ja gar nicht Rena. Da ist Rena. Rena. Wollen wir jetzt ins Museum? Ah, genau, wir haben ja diese Option getriggert, sag ich mal. Klasse Idee! Hab extra auf dich gewartet, bevor ich reingehe. Das ist nett, gehen wir rein! Okay, gehen wir rein, das wird wohl das Gebäude da hinten sein. Was anderes, alles andere haben wir ja schon. Aha, hey, cool, das da hinten rechts sieht aus wie ein Chrono-Trigger-Speicherpunkt. Das fällt mir sofort ins Auge. Vielleicht kann ich da ja auch speichern, aber erstmal... Oh, was ist denn hier los? Nehmt ihr auch am Turnier teil? Woran? Ich habe gefragt, ob ihr an den diesjährigen Turnier teilnehmt. Nicht, dass ich wüsste. Ich suche noch ein paar Teilnehmer. Liegt es vielleicht in eurem Interesse mitzumachen? Ich werde sicherlich nicht teilnehmen. Okay, ich bin dabei. Phil, bist du sicher? So eine Chance habe ich schon immer gesucht. Du bist aber noch jung. Du hast keine Chance gegen die anderen. Warte es ab. Ich bin stärker, als du denkst. Darf ich das jetzt als Bestätigung ansehen? Kann man so sehen. Dann sag ich meinem Vater gerade Bescheid. Okay, mach das. Moment, aber... Was ist? Mich würde interessieren, was man dort gewinnen kann. Ja, das interessiert mich auch. Ach ja, natürlich gibt's was zu gewinnen. Für den Sieg im Turnier gibt es 9000 Skill, wobei der Händler das Geld bekommt. Was? Der Händler bekommt das Geld? Und wie sieht das mit den Kämpfern aus? Das wird mit den Händlern vorher vereinbart. Meist ist gerade hier viel Betrug dabei, aber bei uns ist das nicht so. Bekomme ich noch irgendwelche Informationen zum Turnier? Im Schloss von Khalid ist eine Arena. Dort findet das Turnier statt. Ich sag meinem Vater Bescheid. Er erzählt dir dann das Übrige. Man sieht sich! Okay, sehr gut. Wir dürfen also mitmachen und wir müssen als nächstes zum Schloss. Aber jetzt wollen wir doch erstmal hier im Museum uns ein bisschen umgucken. Okay, das sind anscheinend nur Ritterrüstungen. Die reden nicht mit uns. Ja, schön. Ein paar antike Rüstungsteile, ein altes Radio, interessante Mischung. Diese Blätter funkeln. Und strahlen. So schön. Das ist unser Verdienst. Ein feiner Scherz. Okay. Die Sachen hier sind echt bewundernswert. Was für schöne Blätter da doch sind. Die sind einmalig, also reinste Rarität. Okay, wer bist du? Solch ein Ding hatte ich auch gerne. Was für ein Ding? Naja, gut. Wird schon wissen, was er meint. Vielleicht den Speicherpunkt. Das ist gar kein Speicherpunkt. Da liegt ja die Münze. Eine Münze erhalten. Ja, Speicherpunkt, wie gesagt, wer Chrono Trigger gespielt hat, der wird es sofort als so einen erkennen. Aber in diesem Fall ist das die Münze und die Münze hat doch jemand hier gesucht. Du warst das nicht. Du warst das mit der Puppe. Warst du das? Nein. Dann vielleicht der Kasper? Ich habe sie gefunden. Schau mal, was ich habe. Meine Münze. Danke, danke, danke. So, ich wollte heute noch was anderes machen. Danke.
Und wir bekommen einen Ability-Punkt. Genau, könnte ich schon mal wieder skillen. Aber noch nicht. Ich glaube, ja, wir können aus dem Fest jetzt auch theoretisch wieder raus. Und haben alles soweit erledigt hier, oder? Ja, ich denke schon. Also, ab mit uns. Also gehen wir dann mal zum Schloss. Das Schloss ist, glaube ich, in Ostkalid. Ja, das haben wir auch schon von außen bewundert, das letzte Mal. Was ist denn jetzt los? Die Person mit dem Kopftuch da! Meinst du mich? Ja, genau dich! Mein Sohn hat mir mitgeteilt, dass du bereit wärst, für uns im Turnier anzutreten. Das ist richtig. Du wolltest wissen, was du bekommst, stimmst? Also, ich mache für jedes Jahr so, ich gebe einem Kämpfer 800 Gil. Toll, 9000, ich krieg nur 800? Jede weitere Runde bekommt er 200 Gil dazu. Okay, das klingt schon interessanter. Da ich ein großzügiger Mensch bin, versuche ich nicht, dich unter Erfolgsdruck zu bringen. Ich möchte nur einen ansehnlichen Kampf sehen. Ja, den bekommen sie. Sie haben die richtige Wahl mit mir getroffen. Ich werde gewinnen. Ich sehe, du hast Mut. Vielleicht sogar zu viel. Ich sag's ihm ja immer, aber er lernt ja nicht. Falls wir uns nicht schon in der Turnierhalle sehen, dann bitte zu uns nach Hause. Komm bitte zu uns nach Hause. Ich wohne mit meiner Familie am Stadteingang. Also viel Glück und melde dich schnell an. Ja, wir haben den schon mal getroffen und das vorletzte Mal mit ihm gequatscht, da bin ich mir ziemlich sicher. So, bevor die mich jetzt aber schon wieder irgendwie aufhalten wollen, gehe ich jetzt mal speichern und versuche die eine orientierungslose Frau ein bisschen ja, zu helfen. Weil ich bilde mir ein, wir wissen jetzt überall, wo was liegt. Wobei, wenn sie in den Norden will, was sage ich ihr denn da? Da ist ja nichts, außer vielleicht ein Garten. Ein Garten könnte man vielleicht sagen. Das ist ja nur ein stinknormales Haus, ne? Nein, das ist das Krankenhaus. Eieiei, okay. Okay, dann haben wir ja in jeder Himmelsrichtung was Besonderes. Dann sollte das ja klappen. Hoffentlich kriege ich das hin. Bin mal gespannt. Ich hoffe, die ist noch... Oh ne, warst du das? Ne, ich glaube, die ist weg. Ich finde mich... Ah doch, da ist er. Ich finde mich hier echt nicht zurecht. Hast du vielleicht einen Stadtplan von Alia? Wenn ja, kannst du mir geben. Wenn ich einen habe, kann ich dir einen geben. Mist, sie ist doch weg. Die sah nämlich anders. Oder was tut das? Oh Mist, ey. Oh, jetzt habe ich hier was. Das ist mir zuwider, diese ganzen Tiere und so weiter. Nee, nee, ich gehöre da... Ach nee, das hatten wir schon mal, dieses Gespräch. Das erinnere ich mich auch. Oh Mensch, die Tusse ist weg. Das ist echt mies. Ich muss mir doch selbst erst einen Plan von der Stadt machen. Ah. Die Stadt geht ja noch weiter, ich honk. Ich mega honk. Okay. Schon am Rumjammern, da steht sie noch. So, weil der will ich auf jeden Fall helfen. So, ich kann dir den Weg hoffentlich sagen. Von hier aus gehst du nach... erstmal nach Norden. Aha. Und wenn ich dann nach Norden gehe... dann... Ja, wo willst du überhaupt hin? Wo willst du denn hin? Den Weg wohin? Ins Schloss, glaube ich, oder? Ich glaube, sie wollte ins Schloss. Ich hoffe, dass sie ins Schloss wollte. Verdammt, Osten. Da bin ich wo? Im Schlosseingang. Ja, warte mal. Oder im Schloss. Hä? Schloss, Schlosseingang? Wart jetzt! Schlosseingang. Hört sich gut an. Vielen Dank für deine Hilfe. Als Dank bekommst du einen Atlas von Alia. Ein Atlas von Alia. Ein Atlas von Alia? Okay. Darf ich mir den mal angucken? Atlas von Alia. Alle Gebiete von Alia. Was willst du von Alia wissen? Städte. Kalid. Kalid ist die Hauptstadt von Alia. Sie ist inmitten des Landes. Hier kann man prima Items einkaufen. Waffen sind meistens Mangelware. Okay, stimmt. Da steht zwar... sind zwar interessante Sachen, aber... nicht unbedingt... hilfreich, um das Schloss zu finden. Das brauchen wir eventuell auch für unser komisches Sidequest, was wir da haben, da, wo wir viel über die Stadt wissen müssen. Deswegen lese ich mir das nochmal in Ruhe durch. Kalid, ihr habt... Ah ne, das war das Gleiche. Okay, ich dachte, da kommt noch ein Unterpunkt. Also nochmal rein. Lesen wir noch was über Renonsdorf. Dies ist ein kleines Dorf inmitten eines Waldes. Da Alia nicht allzu groß ist, wird man es sehr schnell finden. Ja, anzunehmen. Gebiete. Höhle.
Die Höhle liegt im nordwestlichen Teil des Kontinents. Stimmt, von der haben wir auch schon gehört. Da hat jemand irgendwas erzählt von wegen vieler Schätze und so. Wir raten ab, sie zu betreten. Jetzt ist die Frage, ob diese Höhle optional ist oder ob die später eh noch kommt, ne? Das würde mich mal interessieren. Gebiete der Wald. In der Nähe von Rennensdorf gibt es einen Wald. Man kann direkt aus Rennensdorf den Wald betreten. Stimmt, da waren wir schon. Da waren wir schon. Alles klar. Okay. Ne, warte mal. Ich habe da noch was vorgehabt, nämlich... Was ist denn jetzt mit dieser Materie? Lerne Eis. Ach ja. Rena, das ist was für dich. Sie kann es gar nicht lernen. Kann ich es lernen? Ich habe ja auch unglaublich viel MP, sehe ich gerade. Ich kann das auch nicht lernen. Wir sind alle zu blöd dafür. Na toll. Okay, macht nichts. Dann habe ich jetzt noch was für Rena, nämlich einen Spitzbogen. Und auch das ist so ein Hammerteil. Wie geil. Sehr gut. Und mal gucken, ob sie überhaupt die Lederrüstung will. Ja. Sogar die Straßensachen wären besser gewesen wie die Robe. Hat die Robe was anderes Besonderes? Nö. Okay. Gut. Renas Amulett. Ein mystisches Amulett von Rena. Ha? So, habe ich hier schon alles angezogen? Ja, alles klar. Gut, das hat sich doch gelohnt. Jetzt können wir noch unseren Skillpunkt schnell verbraten. Wenn ich es finden würde. Das war auf der anderen Seite, ne? Wie sieht's denn aus mit dem... Wie sieht es denn aus mit den Nebenaufgaben? 4 von 4. Wir haben in Kalid alles erledigt. Mensch, nur in Rennensdorf fehlt noch irgendwas. Das ist doch ein bisschen ärgerlich. Irgendwie mit diesen Früchten oder was ich da bringen soll. Aber da gab es ja gar keine Kämpfe draußen. Blöd, dass man das nicht nachlesen kann, was die genau wollte. Noch nicht verfügbar. Kampfstatistiken. Wo, was war denn das eben? Egal. Ich würde gerne wissen, ich kann doch hier meine Skillpunkte, genau. Das ist ganz schönes Item-Management hier, das also Inventar-Management, das merkt man schon. Einen Punkt verteilen, wir gehen nochmal auf den Angriff. Sie haben einen Angriffspunkt dazu bekommen, jetzt haben wir 0. So, Rena hat ja leider nichts bekommen. Hat bisher noch nie einen Ability-Punkt bekommen. Aber was soll's? Das Turnier. Ich weiß nicht, Turnier ist auf jeden Fall Hauptmission, das merkt man ja. Ich glaube, ich werde dann echt mal versuchen, in die Höhle zu gehen. Vielleicht gibt es in der Höhle ja auch diese Dinger, die ich für Rennensdorf noch brauche. Dieses eine Quest, das könnte ja echt sein. Demzufolge, wir haben ja jetzt super tolle neue Waffen, die ein bisschen eventuell overpowered sind. Würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal die Höhle suchen. Ich hoffe, es ist in eurem Interesse. Ich werde nochmal speichern gehen, weil man das ja auf der Weltkarte ja nicht kann, wie man weiß. So, weil ich fühle mich mächtig genug. So, da steht sie ja schon wieder. Ich habe es schon wieder vergessen, aber egal. So wichtig ist das Ganze auch nicht. Okay. Dann viel Spaß beim Rumstehen. Ah, die Musik ist gut hier. So, wir suchen eine Höhle. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja diesmal Zufallskämpfe. Das letzte Mal wollte ja überhaupt keins kommen. So, hier Höhle. Höhle, 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 Höhle. Wartet mal, das sieht doch auch auffällig aus hier. Ach nee, das gibt's öfters. Irgendwo hier muss eine Höhle sein, Freunde. Ich hätte jetzt echt hier vermutet, weil hier so ein Weg reingeht, aber... Vielleicht ist die Höhle doch noch nicht zugänglich. Könnte ja sein. Den Wald wollen wir nicht. Nee, verlassen. Okay, aber es könnte echt in jeder Ecke irgendwie so sein. Ich meine, der Wald war jetzt auch nicht unbedingt auffällig. Der Wald sieht genauso aus. Das heißt, ich muss doch nochmal genauestens hier jede Richtung erstmal checken. Vielleicht kommt so eine Abfrage dann. Ich will sicher gehen. Kann ja nur im Gebirge hier sein. Und ich vermute eigentlich hier... Aber nee, da tut sich gar nichts. Hier, da in der Ecke, da. Weil da der Weg hinführt. Nee, will nicht. Na gut. Also noch nichts mit Höhle. Keine Chance. Gehen wir. Ja, wartet mal. Sorry, dass ich jetzt nochmal rausrenne. Was, ich frage schnell nochmal die Tusse, was die genau haben wollte. Vielleicht kann ich das kaufen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie... Oh...
Nein! Ich dachte, ich komme von unten. So. Weltkartenmodus erklären. Nein! Lass das einfach, Junge. So blöd bin ich nicht. So, wer wollte denn die Dinger? Ich glaube, da vorne stand die Frau. Du? Und schon fündig? Immer noch in. Immer mit der Ruhe. Ich werde mich noch umsehen. Mist, ich sag gar nichts dazu. Aber die wollte doch irgendwie Blüten oder Blumen oder Früchte, irgendwie sowas. Das wird mir auffallen. Nein, ich mache jetzt keine blöden Slimies. Habe ich schon oft genug gemacht. Na gut, vielleicht geht's wirklich erst später. Vielleicht müssen wir erstmal die Zufallskämpfer triggern oder so. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir einfach jetzt erstmal hier die Events fertig machen. Das könnte ja sein. Ne, warte mal. Ich habe doch jetzt alle Quests hier erledigt. Jetzt müsste ich hier doch dieses Stadträtsel bekommen. Aber wo? Wo kriege ich jetzt mein Stadträtsel her? Ich dachte an so einen komischen Symbol. Warte mal, das kann ich eben ja nochmal schnell nachlesen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen langweilig, was ich hier treibe, aber das muss ich eben nochmal checken. Ich will halt alles mitnehmen. Das stand nämlich in der Hilfe drin. Ja, allgemein. Ich glaube, das war eher. Ich habe doch extra die Abbrechen-Taste gedrückt. Ich habe es extra gedrückt. Nö, ich krieg trotzdem die Infos. Jetzt habe ich Angst, zu schnell zu drücken, weil es dann eventuell gleich nochmal passiert. Das will ich nicht. Das ist die falsche Info. Boah. So, Infos. Stadträtsel, da ist es doch. Ja, das mit den Sidequests weiß ich. Und das nächste Stadträtsel. Wenn du nun alle Aufgaben in einer Stadt gelöst hast, erscheint an irgendeiner Stelle ein Diamant. Okay, an irgendeiner Stelle. Dieser Stelle... Okay, okay. Das heißt, ich muss jetzt nochmal ganz kurz überall gucken. Das geht ja schnell. Ein Diamant. Sicher, dass der nicht da oben war? Hier ist nur mein Speicherpunkt. Naja, das wird wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie das, was wir auch schon mal in Rennungsdorf gesehen haben. Na super, das kann aber auch in irgendeinem Haus sein, ne? Ich muss schnell überall gucken. Sorry, Leute. Vielleicht ist es ja auch in der Burg, dann konnte ich es noch gar nicht sehen. Aber der erscheint ja erst, wenn wir alles erledigt haben. Deswegen bin ich mir gerade unsicher. Hey! Der Waffenshop hat ja auf einmal auf! Geil! Willkommen im Waffenladen! Also zum Glück probiere ich hier gerade rum. So, das Masamune braucht kein Mensch. Holzschwert, Schnee von gestern, Speer braucht auch niemand. Langweilig. Gehen wir mal gucken, ob es bei den Rüstungen was Besseres gibt. Willkommen im Rüstungsladen. Das war zu erwarten, aber es gibt hier einen Lederkopfschutz, den ich mir gern kaufen wollen würde. Können wir uns theoretisch auch leisten, wenn ich praktisch hier... Ich hab's heute mit meinem theoretischen praktisch, merke ich gerade. Wenn ich hier noch ein paar Sachen loswerde, zum Beispiel die Straßensachen, der alte Bogen, die alte Robe, die doppelten Spitzbögen, alles weg damit. So, sieht doch schon viel besser aus. Ja, Google-Puppe hatte ich anscheinend zweimal, jetzt werde ich die halt einmal entfernen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. So, die Materie Eislern lasse ich hier erst noch drin. Zweimal Kopfschutz, bitte. Dankeschön. So, gleich umziehen. Das ist unser erster Helm. Der kann ja nur gut tun. So, bei dir ist er auch besser. Wunderbar. So, verkaufen tue ich später. Da habe ich es jetzt nicht eilig. Wenn die Läden aufhaben... Warte mal, der hatte eh schon immer aufgehabt, ne? Ich glaube schon, da war ja kein Mensch drin in dem Hotel. Wenn die Läden aufhaben, dann hat auch das andere offen. Nein, da will ich noch nicht hin. Das war weiter unten, glaube ich. Da war so ein Getränke... Keine Ahnung, so ein Magieladen oder so. Das da. Ha, geil. Willkommen im Objektshop. Hätte ich mir denken können, dass es sich um einen Objektshop handelt. 17 Night Potions haben wir durch unsere letzte Minispielshow erreicht. Elixier habe ich 0. Starke Handschuhe. Schwere Steine lassen sich damit anheben. Hey, das werde ich früher oder später brauchen. Die
Die gibt's ja einfach zu kaufen. Das ist für einen spottbilligen Preis hier. Ja, her damit. Ja, sehr gut. Und das sind das Dinger, die kaputt gehen können, wenn man einmal schiebt. Ich hoffe doch nicht. Mich wundert nur, dass man die so einfach hier kriegt. Also, gefällt mir. Kann ich die schon ausrüsten? Nee, die kann man gar nicht ausrüsten. Sind sie aber hier drin, ne? Ja gut, das ist einfach jetzt ein passives Item, das wir grundsätzlich brauchen werden. Super. Betreten nicht gestattet. Schade. Bücher wollen wir auch nicht lesen. Okay. So, ich möchte aber noch gucken, hier in diesem einsamen Häuschen, ob da jetzt noch was Neues ist. Wir haben ja jetzt anscheinend einen deutlichen Zeitsprung gemacht. Ne, hier ist immer noch niemand. Okay, das heißt ein deutlicher Zeitsprung. Also Zeit ist halt vergangen. Hier und da gibt es neue Möglichkeiten. Merkt man ja schon. Aber ich denke, das war's jetzt. Jetzt werde ich mein Vorhaben weiter darauf konzentrieren, überall mal kurz reinzugehen und diesen blöden Kristall suchen. Das wäre ein schöner Abschluss. Vor allem jetzt habe ich die Stadt noch relativ im Kopf. Wenn ich jetzt eine Pause mache, wer weiß, wie es dann ausschaut. Deswegen, wo ist er denn, der Kristall? Hier ist immer noch verschlossen. Alles verschlossen hier. Katzi rennt immer noch draußen rum. Okay. Aber hier ist nichts. Menno. Okay. Vielleicht ist es hier gelandet. Wo habe ich das letzte Sidequest abgeschlossen? Ja, eigentlich hier, ne? Aber wer weiß, ob es mir überhaupt aufgefallen ist. Vielleicht habe ich mir nichts weiter gedacht, als wenn da auf einmal ein Kristall rumfliegt. Aber nee, hier ist auch nichts. Nee, ich wollte nicht nochmal rein. So kann man natürlich auch das, den Fortschritt in die Länge ziehen. Es tut mir leid, aber ihr kennt mich ja. Ich werde mich da nicht hetzen lassen und gar nichts. Ich werde da immer mein eigenes persönliches Spieltempo machen. Ja, ich weiß, wo das Schloss ist. Mach doch mal halt langsam hier. Halblang. Nicht halb langsam. Obwohl, das geht auch. So. Bibliotheca habe ich schon geguckt. Ganz unten war ich noch nicht wirklich. Da muss auch das Haus von dem einen Typ sein, der uns ja für das Turnier, ja, halbwegs rekrutiert hat, kann man sagen. Das war das da, ne? Sieht gut aus. Ich bin schon gespannt auf das diesjährige Turnier. Mal sehen, ob Zusak dieses Jahr das Turnier wieder für sich entscheiden kann. Zusak, ja, das klingt nach dann, tja, eventuell ein Endboss für uns. Bist du nicht der Kämpfer aus dem Turnier? Tja, das hat sich ja schnell rumgesprochen. Wenn ich wenigstens in Ruhe noch die Betten machen könnte. Ja, wie lange machst du denn am Tag die Betten, mal ehrlich? Und der Raum ist immer noch abgeschlossen. Okay, ja, ich weiß nicht, wo der Kristall ist. Vielleicht ist er ja wirklich im Schloss. Und somit können wir uns die Suche auch eigentlich schenken. Ach Gott, jetzt haben wir ja den Part voll. So schnell kann es gehen. Es tut mir leid, wir haben eigentlich gar nichts gemacht, ne? Naja, ein bisschen schon, aber... Ja, ich gehe speichern. Wir können ja mal einen kurzen Blick reinwagen noch ins Schloss. Und dann geht's das nächste Mal ja gleich richtig los mit dem Turnier wahrscheinlich. Mit meinem neuen Schwert. Ich habe so Bock, Gegner zu machen. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So, ist hier rechts, wenn ich hier weitergehe, noch was? Nee, okay, dann ab ins Schloss. Oh, muss ich mich erstmal anmelden, ha? Hallo? Lady? Guten Tag, Sie wünschen? Ich möchte am diesjährigen Turnier teilnehmen. Ich bräuchte Ihre Adresse und den Namen des Händlers. Kennen wir seinen Namen? Anscheinend. Okay, das wäre es dann. Wann startet das Turnier? Morgen Nachmittag. Am besten, Sie suchen ein Hotel auf. Aufgrund Ihrer Teilnahme ist das Rasten kostenlos. Sie haben Glück, denn mehr Teilnehmer hätten wir nicht aufgenommen. Okay, Irina, lass uns ins Hotel gehen und rasten. Ich finde jetzt ein Zelt eigentlich gemütlich. Und wir bekommen einen Turnierschein. Wunderbar. Die Sicherheit des Königs ist meine, unsere oberste Priorität. Meine, unsere? Okay. Wie auch immer. Hey, bist du der Kristall der Fragen, den ich schon die ganze Zeit suche? Khalid. Oh, anscheinend. Quiztime. Nun werden dir Fragen gestellt, die etwas mit dieser Stadt zu tun haben. Teilnehmen zu können, musst du alle Aufgaben dieser Stadt erledigt haben. Beachte,
Du musst alle Fragen richtig beantworten, ansonsten hast du das Stadträtsel verloren. Dieses Rätsel kannst du nur ein einziges Mal spielen, es sei denn, du wirst deinen Spielstand laden, was ich eventuell eh machen muss, weil ich ja nach diesem Rätsel den Part beende. Ja, ich suche mir gerade Ausreden für einen zweiten Versuch, ich bin fies, ne? Egal, wir versuchen das beim ersten Mal einfach zu meistern. Bereit? Jawohl! Oh weh. Wie viele Häuser dieser Stadt kann man nicht betreten? Ach du Kacke! Ey, das ist mies. Da kommt es halt drauf an, ne? Da gab es ja Häuser, wo es generell nicht geht und Häuser, wo steht verschlossen. Und woher soll ich wissen, ob diese verschlossene Türen, ob die jemals aufgehen oder nicht? Vielleicht gehen die ja später auf, aber gut. Wir kriegen ja jetzt erstmal Multiple Choice, ne? Mhm. Hey. Also zwei kommt mir zu wenig vor. Ich komme also hier im Anfangsgebiet, das links, das geht nicht. Dann in dem großen Gebiet, wo es zur Feier geht. Das sind ja mindestens zwei große Häuser oder vielleicht sind das sogar drei Stück. Ich würde sagen, aber sieben kommt mir schon fast zu viel vor. Deswegen, zwei kann es nicht sein. Ich sag dann mal sieben. Falsch! Ey, was für fiese Fragen, ey. Shit! Okay, Leute, der Part ist vorbei. Ich glaube, ich bin nicht so ehrlich und werde es nochmal versuchen. Nur einmal, weil ich muss ja jetzt eh aufhören und den Spielstand und so, ne? Da kann man es ja noch einmal probieren, dann gucken wir uns mal die Türen und so genau an. Aber das ist auch eine Auslegungssache, ne? Finde ich. Es könnten auch nur zwei sein. Das könnten wirklich nur zwei sein. Wenn nämlich so Gebäude gemeint sind, wo noch nicht mal eine Schrift kommt, von wegen verschlossen und so, dann könnten es zwei sein. Naja, sollte ich aber nochmal verkacken, was bei mehreren Fragen höchstwahrscheinlich ist, dann werde ich die Niederlage hinnehmen. So viel ist sicher, also drückt mir die Daumen fürs nächste Mal und für die Weitererkundung der Burg. Ich freue mich schon. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Eternal Legends.